Hey, das Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Dieses Mal mit Striker und mit Diktator. Das Ganze mit der Farbe Quantentarnung. Sieht irgendwie sehr nett aus. Können wir mal lassen. Auf die Disco-Farbe hatte ich jetzt doch keine Lust mehr. Wir hatten genug Spaß. Jetzt kommen wir wieder hier zum Ernst. Und Team Deathmatch wird der Modus. Gucken wir mal, wie spaßig das wird oder auch nicht. Bin da sehr offen. Sehr, sehr offen. Gucken wir mal. Es kann nur schlecht werden. Es kann nur schlecht werden. Tja, aber damit habt ihr nicht gerechnet, dass noch ein Video kommt. Ja, das liegt daran, dass ich halt jetzt zwei in Folge aufgenommen habe. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja. Könnt ihr mal sehen, ihr habt mich dazu gebracht, dass ich das noch immer versuche, hier regelmäßig zu machen. Ne? Aber ja, ich hab's schon oft erwähnt, aber du bist nicht immer zu Hause und wenn du dann mal zu Hause bist, kommst du hier in eine Schlacht mit 51 und 122 und sollst dann mal halt hier irgendwas regeln. Wisst ihr was? Nee, heute mal nicht, okay? Also heute mal nicht. Wir können uns eine andere Team Deathmatch suchen, aber heute mal nicht. Ich will nicht in eine Schlacht kommen, wo der Ausgang eigentlich schon vorhersehbar ist, auch ohne Kugel. Muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Ich hätte gerne eins von Anfang an, wo du so ein bisschen Motivation und Spaß dabei hast, ohne dann feststellen zu müssen, okay, wahrscheinlich wird das genauso dann ablaufen. Du kommst rein, 10 Sekunden später steht es halt dann schon 1. 23. So ungefähr. Gut, gucken wir mal. Vielleicht hat die zweite Schlacht ja jetzt was zu liefern, zu bieten. Dadurch, dass es jetzt hier ein bisschen länger dauert, habe ich die Hoffnung, dass ich nicht wieder in derselben Schlacht lande. Das wäre schon ein bisschen schade, aber na gut. Ich finde es auch blöd, dass du es halt nicht einstellen kannst, zum Beispiel halt nur Suche nach neuen Schlachten. Ne? Weil was, wenn du halt eine Aufgabe hast, halt beende 3 Schlachten, mir doch egal wo, ne? Mir doch egal, was du da hast. Okay. Schalten ist halt natürlich schön, wenn du reinkommst, 3 Sekunden spielen, Schlacht ist vorbei, Aufgabe erledigt so. Wenn du aber dann doch irgendwie halt einiges machen möchtest, dann ist das nicht so cool. Wäre halt natürlich schick, wenn man da halt entsprechend gucken könnte. In den Kommentaren hat einer gefragt oder gesagt, ja, man könnte doch dann halt wieder, man könnte doch Schlachten machen mit Zuschauern. An sich natürlich eine nette Idee, aber das wäre halt auch nicht viel. Also die Schlachten die Schlachten wären halt nicht voll. So. Und auf so ein, weiß ich nicht, 2 gegen 3 oder sowas, habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, ne? Hätte man früher machen können, da hat sich das auch wirklich gelohnt und da sind die Schlachten ja auch sehr, sehr voll geworden. Da hat das Spaß gemacht, aber mittlerweile ist das, ich hab das leider ein bisschen zu spät wahrscheinlich. Okay, und das war wohl ein bisschen zu früh. Weiß auch nicht genau, ob das erste zu weit und das andere nicht. Leider immerhin, 1000. Ja. Keine Ahnung, hat er mich irgendwie im Visier? Was? Ah, wunderbar. Ja, mein Freund. Okay, nochmal 450 gemacht. Ist okay. Nochmal ein bisschen Schaden hinterher. Hoffentlich hat er keine Heilung. Kriege ich wenigstens nochmal. Kriege ich wenigstens nochmal ein paar Punkte hier oben drauf als Assist. Sofern er natürlich gekillt wird. Wäre schon nicht schlecht. Okay, gut, das war ein bisschen zu optimistisch in die Luft geschossen. Aber den können wir uns hier schnappen. 270, wie willst du denn hier irgendeinen damit aus der Reserve locken? Das geht doch nicht. Schade. Aber jetzt. Na gut. Gut, da hinten stand keiner mehr. Dann holen wir uns mal vielleicht den nächsten hier. Irgendwo im Nirgendwo. Wups, ich habe gesehen, da ist einer, da ist aber auch einer. Oh, 1200, mein Freund. Ah, super. Sehr, sehr schön. Okay, vielleicht können wir uns aber doch den Typen da hinten schnappen. Okay. Keine Ahnung. Gut, jetzt vielleicht. Oh,
Okay. Egal. Was soll's. Hätte schlimmer sein können. So. Ich hab mir wenigstens selber einen Kill verschafft. Ne? Das war halt ein Self-Kill, aber es zählt halt trotzdem als Kill. Kill ist Kill. So. Gut. Der nächste bitte. Wer möchte nochmal hier meine Striker spüren? Da hinten vielleicht? Ja gut, müssen wir natürlich auch hier durch... Müssen wir natürlich auch durchschießen können, ne? Wo? Wie? Aua, 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 aua. Also... Ach, komm. Müssen wir uns einen anderen schnappen. Ich schieße einfach mal da hinten hin. Ja, bringt nicht viel. Ach, Mann! Dämliches Dingsbums hier, so. Mann! Ah. 3 Kills, immerhin. Als ob... Warum hat denn der jetzt... Was ist denn der Radius eigentlich von den Dingern? Meter? Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Dem habe ich aber gut Schaden gegeben. Schade, dass es nicht gereicht hat. 3200 reicht halt eben nicht so für so ein Ding aus. Boah, die Viecher fliegen ja aber auch hier. Mann! Nee, wir hauen heute mal nicht auf den Tisch. Was war denn das schon wieder? Hab das Spiel nicht vermisst. So. Was war das denn schon wieder hier? Das ist doch lächerlich. Aber wirklich. So hart lächerlich. War da einer? Naja. Ach Mann, ey. Könnte kotzen. So. Immerhin nochmal einen Kill gemacht. Hat zwar nur jetzt 3 Stunden gedauert. Hier noch irgendwas zu reißen. Aber immerhin. Mal wieder einen Kill gemacht. Sehr schön, sehr schön. Oh, Mensch, noch einer. Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen hier... Ach, das ist doch, ey. Das ist doch alles ein Witz. Oh, nice. Das ist doch alles ein Witz, ein Witz, ein Witz, ein Witz. So, weiter geht's. Aufregen kann man uns gut. Ey, wenn du jetzt... Wenn du jetzt... Gut. Hätte der Herr hier mit seiner Wasp meine ganzen Raketen blockiert, ne? Oh, ich wäre aber hier ganz, ganz sauer. Oh, Mama. Okay. Gut. Dein Ernst, dein Ernst! Warum stehst du denn da rum? Mann! Ich hätte so schön wegfahren können. Hätte Fahrradketten. Was? Ey, Alter, wie viel Schaden kannst du bitte raushauen? Ja. Oder war ich so blöd und bin gegen eine Bande gefahren? Nein, Quatsch. Ja. Ja, Kumpel, was du kannst, kann ich auch. So, danke. Ich verstehe diese Waffe echt nicht. Ey, keine Ahnung. So. Ach, Mann, ey. Das ist wieder hier Freude und alles Mögliche. Alles klar. Immerhin noch mal einen mitbekommen hier. Schön, 10 Kills gemacht. Ja, zweistellig. Kann man nicht meckern. Wir sind aber am Verlieren. Wer rastet denn hier schon wieder aus? 18,5. Ja, nee, ist klar. Sind aber auch hier wieder schön einige mit 9000 unterwegs hier als Gearscore. Muss natürlich sein. Anders geht's halt nicht. Danke. Ey, wirklich, wie? Weißt du, der schießt einmal rauf, rums, Hälfte ist weg.
Ja! Ja, nee. Nein. Einfach. Wirklich einfach nein, okay? Einfach nein, ja? Einfach nein. Drecks-Internetverbindung, weißt du? Kreist da rum. Aber er schafft es halt. Mann, ey. Und in dem Moment, wups, Rakete getroffen, zack, und schon ist er weg. Auf einmal glitscht er sich nach Buxtehude, ja? Mann, ich könnte ausrasten. Aber wirklich. Also, ich versuche hier noch immer irgendwas zu machen, ne? Aber du hast hier Leute 20, 7, 16, 2, 14, 5, 1, 11 bei uns. Ja. Ist doch auch schön, ne? Finde ich. Ich habe immerhin ein paar Kills gemacht. Okay. Mir kann man nicht vorwerfen, ich hätte hier in dieser Runde gar nichts gemacht. So. Treffen mich die Raketen trotzdem? Nein. Glücklicherweise, muss man mal dazu sagen. Oh. Nice. Das gibt's doch nicht! Hi. Ey, ich versuche noch immer mein Bestes, ne? Ich möchte mich ja noch weiterhin hier anstrengen. So. Okay, komm. Free Kill? Nein, natürlich nicht. Davor fressen wir nochmal eine schöne Niederlage. Sehr schön. Wunderbar. Finde ich gut. Kann man so lassen. Ist nett gewesen. War mal wieder ganz gut, ja. Einfach mal, um wieder auf diesen Tanky-Boden der Realität einfach mal zu krachen. Das hat man gebraucht. So eine Niederlage hat man einfach mal gebraucht. Von denen hat man halt, muss man mal ehrlich sein, ja. Also wirklich, ja. Seid doch mal ehrlich. Von denen gibt es in TO einfach zu wenig. Es gibt einfach zu wenig Schlachten, die du verlierst, ja. Müssen wir einfach mal so sein? Müssen wir so sein? Ja, wir müssen so sein. Okay, gut. Ich werde jetzt einfach mal noch mal ganz kurz hier ein paar Container öffnen. Da wird eh nichts Besonderes dabei sein. Und dann können wir vielleicht noch mal eine schnelle Schlacht machen. Gucken wir mal, wo wir landen, was wir hier hinbekommen oder auch nicht. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. So, es wird Juggernaut. Ja, es wird Juggernaut. Okay, dann machen wir mal hier den coolen Trick, ne? Und ich glaube, der spawnt 30. Ja, mal gucken. Ob ich das hinbekomme. Sowohl als auch. Gut, gucken wir mal. Mein Ziel, ja, nee, ist klar. Mein Ziel, 30 Sekunden überleben. Wir werden es nicht hinbekommen, aber ich gebe mein Bestes. So, haben wir hier einen Gegner? Ja, wir haben einen Gegner. Immerhin, seine Heilung ist schon mal futsch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir auch ein paar Boys. Hier haben wir auch einen Boy. Ja, den haben wir schon mal gut hier eins reindrücken können. Ja. Dem haben wir auch eins reindrücken können. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ne? Ab und zu kann man mal sich hier auch jetzt mal ein paar Kills verdienen. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay, mein Freund. Ist okay. So, gleich haben wir wieder einen schönen Overdrive, den wir benutzen können. Falls man das hier überlebt. Jawohl, immerhin. Den Angriff haben wir überlebt.
Tja, aber von allen Seiten wird hier... Wo? Irgendwo da ganz hinten, hä? Aha, verstehe. Na gut. Soll ich jetzt eigentlich schon mal meinen Overdrive reinschmeißen? Wo kam denn das jetzt auf einmal her? Aha, da ganz... wirklich, ey, von allen Seiten, ne? Von allen Seiten. Ja, da ist jetzt der Overdrive fällig, also... das überlebst du doch nicht. So... Ja. Nope. Ja. Ups. So. Sehr, sehr schön. Wenn der jetzt hier. Nein. Von wo kommen denn überall die Schüsse her? Ja. Ich fühle mich hier so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Denn ich habe keine Ahnung, wie, wo, was ich denn hier jetzt eigentlich machen soll. Ja. So. Ich brauche definitiv einen weiteren Overdrive. Ach, Mann, ey. Das wird keine spaßige Runde, ne? Das wird so eine richtig... richtig von Angst zerfressene zerfressene Runde sein. Ich glaube, so kann man das mal hier einfach mal zusammenfassen. Da hinten, ne? Wie soll ich denn auf den... Ich habe schon wieder Schaden bekommen, ne? Ich krieg hier Schaden, weil Leute neben mir stehen. Aber wie können die denn so schnell... Warum laden die so schnell? Ich, wirklich. Kein Gegner war in meiner Nähe. Und ich habe einfach mal schon die Hälfte weg. Die Hälfte ist weg, ohne dass ein Gegner in meiner Nähe ist. Einfach, weil hier zwei Gauss rumgammeln. Und du musst ja hier wirklich sehr flink sein, dass sie dich nicht anvisieren können. Und die ziehen ja ganz schnell durch. Und wenn der hier, wenn der Schaffter, einfach nur, als ob man, wie kannst du denn so einen Drecksradius haben? Willst du mich verarschen oder was? Was? Was soll ich denn machen? Ich könnte natürlich auch auf Vulkan gehen und dann einfach mit einem Overdrive oder sowas. Einfach halt ein bisschen Spaß haben. Weiß gar nicht, will der sich nicht vernichten? Ich verstehe nicht, wieso er so schnell durchziehen kann. Ich will jetzt aber auch nicht meine Waffe wechseln. Ich meine, wenn ich auf Gauss umsteige, passiert genau Folgendes. Nichts. Ja, nichts passiert da, sage ich euch. Und das ist das, was passiert. Ah, 2000. Ich hoffe, das gefällt dir. Ah, ein bisschen zu spät. Ach, Mann. Ah, ein bisschen zu weit oben. Ein bisschen zu weit unten. Ich weiß halt... Okay, gut, der steht auch. Der kommt einfach raus! Und haut schon rein, ne? Hat schon komplett aufgeladen. Kommt kurz raus, zack, aufgeladen. Zack, Kill gemacht. Als ob, Mann. Wirklich, als ob. Ja, wir brauchen natürlich erstmal wieder hier 3 Stunden zum Aufladen. Gar keine Frage.
Ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich kann natürlich gucken, ob die irgendwelche. Also. Wirklich, das ist doch. Das ist doch krank. Warum zur Hölle lädt diese Waffe so schnell auf? Natürlich. Krieg nochmal mein vorderstes Teil hier. Kann er anvisieren. Nice. Mann! Jetzt zieht er natürlich durch. Ja, das war jetzt echt scheiße von mir. Das war richtig bitter. Ach Mann, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. So. Ah, na klar. Das Drecksvieh steht da rum. Ja, blöd, ne? Ja, blöd, ne? Ja, blöd, ne? Immerhin. Also, es ist schön, hier solche Gegner natürlich dann trotzdem hier mitnehmen zu können, wenn sie halt einfach doch nicht offensiv spielen, sondern sich sagen, na, okay. Da aber schon wieder, also ich verstehe es nicht, warum der Typ so schnell aufladen kann. Der sieht mich 2 Sekunden maximal. Als ob der das so schnell hinbekommt. Und der Damage, der geht halt schon rein. Also, ich kriege hier trotzdem die Hälfte einfach mal abgezogen. Das ist schon nicht ohne. Wenn mich der andere Kollege dann nochmal trifft, war's das. Oh. Versuchen wir mal unser Glück. Nope. Wir versuchen unser Glück nicht. So, was hat denn der? Der hat einfach nur Adrenalin. Als ob die Waffe wirklich so schnell durchzieht. Bei mir klappt das nie, wenn ich mit Gauss spiele. Da habe ich nicht dieses Privileg, einfach mal schon hier fertig rauszufeuern. Nice. So, da. Immerhin. Wahrscheinlich so viel Schaden gemacht, dass er sich gleich heilen muss. Dann ist wenigstens die Heilung bei ihm weg. Dem nochmal gut Schaden gegeben. 700 ist natürlich jetzt ein Witz hier an Damage, den du raushaust. Wo ist denn eigentlich der Juggernaut Boy? Ach komm, lass mich in Ruhe. Oh, da fällt eine Goldie. Ja. Okay. So. Das kann doch nicht wahr sein! Richtiger Abfuck, sage ich euch. Ja, klar. Gut, immerhin. Oh, 1500. Heilung ist von ihm weg. Sehr schön. Ja, und der kommt da hier gleich wieder rausgeflitzt. Wieso? Komm, schieß doch nicht auf den Boden. Schieß einfach geradeaus. Ah, der Radius ist... Ja, klar. Der Radius ist leider nicht so Bombe. Das war ein bisschen zu schnell gedacht. Ich habe gerade mal Zeit, eine Rakete abzufeuern, ne? Und der hat Zeit, das komplett aufzuladen. Ich glaube es nicht. Die müssen doch an der Waffe irgendwas geändert haben. Das ist doch unfassbar. Seit wann? Das Ding lädt so schnell auf. Glaubt man gar nicht.
So, hauen wir mal hier ganz kurz ab. Ja, wirklich, hätte der jetzt einmal durchgezogen mit seinen ganzen Raketen, ne? Das wäre jetzt auch... Das hätte mich auch tierisch aufgeregt, sag ich euch. Das ist aber blöd. Schön, schön. Schaden. Sehr schön. Haben wir dem nochmal gut eins geben können, ne? Cool. Ja, mein Overdrive ist halt natürlich jetzt nicht so wirklich aussagekräftig. Ich müsste da doch schon mit Vulkan einfach mal rein. Dann könnte man da definitiv was reißen. Aber, ja. Mit Vulkan müsste das Ganze sein. Weil da natürlich die kritischen Treffer, die sind ordentlich. Außer die haben daran auch was geändert und Vulkan macht jetzt kaum noch Schaden. Ja, das wäre natürlich auch ein bisschen schlecht. Tja. Na gut. Hauen wir mal. Oh wow. Ernsthaft? Der hat da noch Schaden bekommen? Cool. Können wir den hier vielleicht ein bisschen austricksen oder so? Ich habe halt leider nicht mehr so viel, was ich ihm hier entgegensetzen kann gerade. Ja, als ob. Ja, nochmal 800. Na gut, immerhin. Nochmal den anderen Kollegen getroffen. Jetzt ist aber vorbei. Schade. Sehr, sehr schade. Ist halt echt ein bisschen tricky. Ich bin Erster. Ist halt echt ein bisschen tricky, hier irgendwie ja, so ein Timing dafür zu finden, wenn du nicht so aktiv mit der Waffe spielst. Finde ich persönlich. Ich kann mich halt auch irren, aber ich finde, wenn man halt lange nicht mehr so gespielt hat, da manchmal hast du gutes Timing-Luck, so manchmal eben auch nicht. Naja. So. Ja. Schade, dass wir leider verloren haben. Aus dem Nichts habe ich einfach einen Railgun-Schuss kassiert und wups. Der hat mir alles gezogen, was ich noch hatte. Tja, so ist es. Ja, nicht wahr? Man kann halt nicht immer gewinnen. Man kann halt nicht immer gewinnen. Bei dem hat leider auch gar nichts mehr geholfen. Schade. Gut, ja. Das war's. Runde vorbei. 1:0 für die Gegner. Sehr, sehr schade. Aber was will man machen? Was will man machen, ja. So, ich habe immerhin hier irgendwie es hinbekommen, mir meinen 32,5, ne? Dafür, dass da irgendwie nur hinten steht. Krass. Ja, irgendwie, was auch immer. Naja, okay. War natürlich mal wieder hier ein Reinfall mit den Schlachten. Aber, ja, man kann halt nicht immer gewinnen. In dem Sinne, macht es gut, bessere Neon, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil, wahrscheinlich. Und bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.